Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute mal wieder Earth Defense Force 2017. Und bevor wir richtig loslegen, suchen wir uns natürlich wieder eine neue Waffe aus. Beim letzten Mal haben wir ja recht erfolgreich, würde ich meinen, den Dino-Mag ausgeschaltet. Und da haben wir irgendwie recht regen Gebrauch von diversen Raketen gemacht. Aber ich glaube, in den nächsten Missionen brauchen wir mal wieder ein paar kleine, sagen wir mal, normale Waffen. Acid Shot Prototype. Irgendwas mit Säure oder irgendwie so ein Kram. Ich glaube, das ist, Acid ist doch irgendwas Giftiges, Säuremäßiges, irgendwas in der Art, glaube ich. Glaube ich zumindest, wenn mich jetzt meine Englisch-Skills nicht total im Stich lassen. Na gut, wir lassen uns gleich mal überraschen und gucken uns die Waffe an. Nächste Mission, Mission Nummer 19, Umbra. Ja, wir kommen übrigens gut voran. Mission Nummer 19, wie viele Missionen hat das Spiel? 53, hahaha. Wir haben das Spiel bald durch und wieder ein Let's Play geschafft. Na gut, ein bisschen wird es noch dauern. Ich glaube, wir kommen jetzt sogar in eine neue Area, also in ein neues Gebiet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir in den Bergen jetzt irgendwo, irgendwann in der Vergangenheit schon mal waren. Ich glaube jedenfalls nicht. Kann sein, dass ich mich irre. Kann aber auch sein, dass ich absolut richtig liege. Und kann demzufolge sein, dass wir jetzt was total Neues sehen. Und darauf können wir uns jetzt an der Stelle schon mal freuen. Es wird jetzt jedenfalls recht spinnenmäßig. Es wird, glaube ich, auch recht UFO-mäßig. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir mit unseren Waffen so mit der Situation zurechtkommen werden. Wenn der Ladebalken jetzt auch noch irgendwann weggeht, dann wäre ich total froh, weil heute bin ich irgendwie kein geduldiger Mensch, glaube ich. So, okay, das UFO öffnet sich, das ist schön, weil ich glaube, jetzt haue ich schon mal meine ganzen Raketen dort rein. Dann wäre nämlich zumindest das Problem dort irgendwann mal erledigt. Irgendwann mal. Also wir haben jetzt gesehen, wie die ganzen Spinnen da rausgefallen sind. Das ist schön, dass die Spinnen da raus sind, aber da, links ist ein Panzer, das ist cool, da könnten wir reinsteigen. Aber ich glaube, wir probieren jetzt erstmal diese komische neue Waffe aus. Also, was ist das? Das sind irgendwie grüne Kugeln, die ich da verschieße. Also, es ist Gift, Säure, irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Bäh, Spinnen, tralala, oh, wie sie hüpfen, oh, wie viele es sind. Hui, okay. Das ist schön, das ist toll, ja, sie kommen irgendwie alle angesprungen. Ich bin jetzt nur nicht, also irgendwie, das sieht ein bisschen, nach, vor allem hier sieht's, boah, meine Fresse, wie viele Spinnen sind das hier? Ah, lasst mich doch mal. Okay, erstmal hier irgendwie Platz schaffen, das wäre ganz gut. Das Problem an der Sache ist nur, diese Waffe, die ich hier habe, die ist, entpuppt sich als ein ganz kleines bisschen suboptimal. Ich schwimme. Warum schwimme ich? Weil hier ein ganz kleines bisschen Wasser ist. Könnt ihr mich bitte mal, Dankeschön. Dab. Ist cool, dass ich jetzt mittlerweile auch keine Teamkollegen mehr habe. Die sind alle schon abgegangen, kann das sein? Ah, überall Spinnenkörper. Lass mich doch hier raus. Oh, vor allem, wie viel Energie ich verliere. Das ist ja abnormal. So, Moment. Ich habe doch gar nichts eingesammelt auch. Da liegt so viel vorne rum. Jetzt greife ich mal kurz auf den Raketenwerfer hier zurück, damit ich mal kurz meine Ruhe habe. Dam. So, und jetzt lasst mich hier mal Waffen einsammeln. Kann doch nicht so schwer sein. So, du bekommst nochmal eine Rakete in die Fresse. Dankeschön. Und irgendwo hier, da, du bekommst auch nochmal eine Rakete in die Fresse. So, schön. Und jetzt Sachen einsammeln und dann darüber freuen, dass irgendwie ich wieder der letzte Mensch hier auf Erden bin, so ungefähr. Wieder ein paar Reisbällchen oder ähnliche Medizin, irgendwas einsammeln. Und hier vorne lag noch Armor, ich wusste es, ich habe es gesehen, genau. So, das UFO hat neue Spinnen irgendwo fallen gelassen, aber ich glaube, wir kümmern uns jetzt erstmal um das UFO tatsächlich. Und dazu benutzen wir diesen hübschen kleinen Helikopter, der hier einfach mal so in der Gegend rumsteht. Und ja, dann versuchen wir damit einfach mal das UFO irgendwie aufs Korn zu nehmen. Ich hoffe, mir wird das trotz seltsamer Steuerung so ein ganz kleines bisschen andeutungsweise gelingen. Also erstmal nach oben, oben ist kein Problem. Die Luke ist sogar die ganze Zeit offen. Jetzt muss ich nur versuchen. Moment. So kann ich schießen. Hat der Helikopter nicht auch Raketen? Dachte ich zumindest. Aber ich kann mit einem Druck auf den R-Knopf nichts dergleichen aktivieren. Gut, dann müssen wir eben das UFO so bearbeiten. Ich glaube, das müsste trotzdem gehen. Da. Nur das Zielen ist natürlich schwierig. Ich muss den Helikopter so ein ganz kleines bisschen nach oben reißen, damit ich eben die Unterseite des UFOs tatsächlich treffen kann. Und jo, das war perfekt. Alles klar. So, UFO ausgeschaltet. Dann können wir uns ja jetzt den Springspinnen widmen, die irgendwie da unten so unterwegs sind. Also dann, wir, ja, machen wir hier so Tiefflug. Da sind sie unterwegs und wir knallen sie alle ab. Die dummen. Naja, sie sind ja auch irgendwie auf mich programmiert. Das heißt,
Wow, da hinten explodiert das UFO. Das heißt, sie kommen zumindest irgendwie in meine Richtung angehüpft. Das sieht lustig aus, wie die da kommen. Und es sieht noch lustiger aus, wie ich sie hier mit meinem Helikopter tatsächlich bearbeiten kann. Also bearbeiten konnte. Weil da und alles wieder kaputt. Ich hatte mich im Vorfeld übrigens mal, weil es mich selber interessiert hat, so ein ganz kleines bisschen über die Geschichte dieses Spiels informiert. Also beziehungsweise über diese Spiele-Serie. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Earth Defense Force 2017 ist nicht der erste Teil der Reihe, könnte man sagen. Wobei es für mich jetzt auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen schwierig war, das so ein bisschen nachvollziehen zu können, was jetzt tatsächlich der allererste Teil war. Ich habe jetzt nur herausgefunden, es gab für das Super Nintendo, Moment, das Armor-Ding will ich da noch einsammeln und ich glaube, dann können wir uns um die letzte Spinne hier kümmern. Ja, zack. Na, komm, zack. Aber die Waffe ist echt lame, muss ich austauschen. Also es gab mal ein Super Nintendo Spiel, welches Earth Defense Force hieß, welches glaube ich sogar als PAL-Version herauskam. Also irgendwie muss es hierzulande mal erhältlich gewesen sein. War aber anscheinend so ein Spiel im Stile von R-Type. Also man hat so ein Raumschiff gesteuert und hat sich, es war ein Shooter in dem Sinne. Das heißt ein Side-Scroll-Shooter von links nach rechts oder irgendwie so und man hat dann eben Alien-Raumschiffe und ähnliches aufs Korn genommen. War jetzt mittelprächtig, also von Wertungen her damals, war halt ein normaler Shooter. War nichts Besonderes in dem Sinne, aber konnte man ein bisschen Spaß mit haben. So, was für eine Waffe nehme ich denn jetzt? Was? C24? Nee, damit habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Y10 Impuls. Eine Landmine. Nein, Landminen sind scheiße. ZI Gun. Mounted Sentry Gun. Automatically fire at the enemy. Na gut, okay. Artillery. Neuer Gegnertyp. Die Walking Arms haben jetzt auf einmal eine erweiterte Version bekommen, könnte man so sagen. Sie haben jetzt riesige Plasmakanonen an den Händen, die nochmal ein bisschen mehr Wumms machen. Das wird sehr viel Spaß machen. Ja, wie gesagt, die Super Nintendo-Spiel gab es also, Earth Defense Force. Und dann gab es noch für die PlayStation 2 ein Spiel, ich glaube, das nennt sich Global Defense Force oder so ähnlich, welches auch von Sandlot entwickelt wurde, die ja verantwortlich waren für dieses Spiel und auch für den Nachfolger, der jetzt im nächsten Monat rauskommen wird. Am 22. Juli habe ich herausgefunden und er wird wohl auch, als ob ich einen Benzinkanister irgendwie in der Hand tragen würde, aber gut. Ja, der jetzt nächsten Monat rauskommen wird, 22. Juli. Earth Defense Force, Giant, Insects, Armageddon, Armada, irgendwas in der Richtung. Mein Gott, es wird Spaß machen, es wird lustig werden. Und ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass das Spiel wohl auch hierzulande erscheinen wird. Zumindest kann man das ganz normal auf Amazon vorbestellen. Und ich glaube, das werde ich dann auch gleich nachher nochmal machen, da ich das Spiel dann rechtzeitig bekomme. Und ich freue mich da extrem drauf. Also frisch angezockt wird es zu dem Spiel dann sicherlich definitiv geben. Ob ich dann tatsächlich noch ich weiß nicht, noch dann auch ein Let's Play dazu machen werde, das werde ich dann wohl kurzfristig entscheiden, je nachdem, was ich bis zum nächsten Monat noch so an anderen Projekten aufnehmen werde. Ihr seht jetzt jedenfalls die Walking Arms hier, die haben wie gesagt neue Kanonen bekommen. Wow, ja, irgendwelche sehr schönen Plasmakanonen, die sehr viel Wumms machen und die meinen Panzer jetzt, glaube ich, gleich zerstören. Yo, okay, gut. Dab, 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 ist kein Problem. Machen wir eben wieder ganz normal und so weiter und so fort und wieder Sachen einsammeln. Irgendwo da hinten rechts sind ein paar Leute von mir, aber ich glaube, ich will jetzt. Wow, 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 wow. Okay, böse Laserstrahlen des Todes. Da, 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 da. Okay, alles klar. Z-Igan, was ist jetzt damit? Ich kann es fallen lassen? Kannst du bitte die scheiß Kanonen aus meiner Fresse rausnehmen? Ah, nein. So, okay, ich stell die hier ab und dann. Ihr schießt doch irgendwann, oder nicht? Schießt ihr? Das sind doch jetzt Geschütze, die ich hier aufgestellt habe. Das heißt, die müssten doch dann theoretisch. Aber die schießen doch nicht. So sehe ich das falsch. So, Moment, Moment, Moment. Oh, böse. Ganz böse, ganz böse. Es sind bisher erstaunlich wenig Walking Arms. Aber das wird sich jetzt im Laufe der Mission wahrscheinlich noch geben. Also ich nehme an, wir schalten die beiden jetzt noch aus und dann kommt eine größere Welle auf uns zu. Das waren nicht die einzigen in der Welt. Beziehungsweise auf dieser Map. Was mir jetzt auch gerade auffällt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir sind ja jetzt wieder hier in der Stadt unterwegs. Und das Ganze sieht hier natürlich schon ein bisschen zerstörter aus als noch zum Beginn des Spiels. Ich hoffe, ihr erinnert euch da noch so ein kleines bisschen, wie das früher mal aussah. Aber jetzt ist mittlerweile eben
die ganze Welt im Kriegszustand, könnte man sagen. Das heißt, hier ist nicht mehr viel mit Friede, Freude, Eierkuchen und ein paar Insekten hier, ein paar Insekten da. Mittlerweile ist hier schon ziemlich, ja, so ziemlich alles irgendwie derbe hinüber. Und was wollte ich noch erzählen? Genau, es gab diesen PlayStation 2 Titel, der auch schon ein Third-Person-Shooter war. Ich weiß jetzt echt nicht, wie kann ich die denn auslösen? So ähnlich, ich hätte jetzt gedacht, so ähnlich vielleicht wie, so ähnlich wie die, komischen Bomben, die wir das letzte Mal auch hatten. Aber irgendwie, ist egal, ich kann jetzt auch keine neue aufstellen. Das heißt, irgendwie, es war schwachsinnig, dass ich die Waffe so mitgenommen habe, beziehungsweise, dass ich die drei Dinger da so strategisch ungünstig hinten platziert habe, wo sich eh niemand mehr hin verirrt. Ich stelle gerade den Nachteil dieser Map hier fest, dass die Gegner relativ... Dass die Gegner relativ blöde hier auf der Map verteilt sind und ich erstmal arschlange laufen muss, um irgendwie auch nur in die Nähe von einem zu kommen. So. Aber die schalten wir jetzt gleich mal aus, mein Schnucki. Ja. Und wieder, ja. Raketenwerfer, das ist so toll. Er hält mir aber auch wirklich beide Plasmakanonen so richtig mitten ins Gesicht rein. Also das ist sehr böse. Aber es ist schön, dass ich trotzdem den ganzen Mist überlebe. Da. Und nebenbei schießen irgendwie noch andere Kollegen da hinten rum, die mich auch versuchen zu treffen. Das ist nicht dumm. So, der da ist zumindest ein bisschen näher dran und ich glaube, der will auch was von mir. Ja, genau, du hast mich schon geortet. Naja, aber hier, ich zeig's dir. Da. Au. Ich freue mich schon extrem auf den Nachfolger, der jetzt tatsächlich in den nächsten Monaten erscheinen wird. Wie gesagt, ich hole ihn mir sofort eigentlich zum Release. Ja, mein Gott, wann Amazon mich dann tatsächlich beliefern kann. Dann mache ich ihn frisch angezogen dazu. Dann gucken wir uns das genauer an, ob es sich lohnt, dazu ein Let's Play zu machen. Mich würde ja unter Umständen vielleicht sogar reizen, zu diesem Spiel ein Let's Play Together zu machen, weil es würde sich bei dem Titel dann tatsächlich mal anbieten. Zum einen, weil es im Koop-Modus natürlich viel mehr Spaß macht. Es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise... Mist, jetzt sind ja noch mehr Gegner hier. Ach so, auch noch Fliegende. Uah, das wird ja immer böser hier. Es ist nun mal irgendwie ein Multiplayer-Spiel. Zwar kann man hier Earth Defense Force 2017 nur offline im Koop-Modus zocken, aber nichtsdestotrotz macht das natürlich nochmal eine Ecke mehr Spaß, als wenn man hier für sich alleine die Missionen absolviert. Auch wenn das natürlich für eine gewisse Zeit lang auch relativ unterhaltsam ist. Hohoho. Aber nichtsdestotrotz, es ist doch irgendwie nochmal was anderes, wenn man das Ganze mit einem menschlichen Mitspieler zockt. Und ja, jetzt kann ich... Ja, das ist echt scheiße, dass ich keine Zweitwaffe habe. Keine Sekundärwaffe, also keine richtige. Mist. Und jetzt kommen auch die ganzen Raumschiffe jetzt irgendwie so hier lang. Und jetzt bin ich auch gleich wieder umzingelt, habe ich so das dumme Gefühl. Dip. Und beim Nachfolger ist es ja jetzt so, auch das habe ich glaube ich schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber der wird ja jetzt tatsächlich, auch einen Online-Modus bieten. Das heißt, man kann mit bis zu drei anderen Leuten dann die Kampagne, dann tatsächlich online spielen und sich gegen zahlreiche Alien-Wesen behaupten mit militärischer Waffengewalt und ich stelle mir das wirklich extrem geil vor. Und wenn ich da wenigstens eine Person tatsächlich finden würde, die den Geschmack irgendwie, die Lust auf dieses Spiel mit mir teilen könnte, das wäre echt genial, wenn ich da jemanden finden würde, mit dem ich das dann so in der Art machen könnte. Also sofern ihr irgendwie ein ganz kleines Interesse daran habt, mit dem Hering Koop zu zocken aus Defense Force also den Nachfolger, nächsten Monat, und ihr die 40 Öcken dann noch übrig habt, die das Spiel tatsächlich dann kostet, was für ein neues Xbox 360 Spiel relativ billig ist, wenn wir mal ehrlich sind, also 40 Euro gehen ja noch. Ja, wenn ihr jedenfalls Bock drauf hättet oder so, dann könnt ihr mir ja einfach mal eine PN schreiben. Also nur weil ihr mir eine PN schreibt, das ist keine Garantie von mir für euch, dass ich dann auf jeden Fall mit euch zocken werde. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass bei einem Let's Play Together natürlich auch die Chemie zwischen den Personen unbedingt stimmen muss. Das heißt, wenn ich keinen Bock auf euch habe, dann spiele ich auch nicht mit euch das Spiel. Und wenn ihr euch da auf den Kopf stellt, also, ne, das ist dann halt so. Aber ich glaube, das kann man mir dann auch nicht übel nehmen. Und aber nichtsdestotrotz, man kann es mal versuchen. Also irgendwie, wenn ihr einigermaßen vernünftig im Kopf seid und trotzdem Bock auf dieses Spiel habt, trotzdem, als ob das irgendwie sich ausschließen würde, aber gut. Dann könnt ihr mir jedenfalls mal schreiben und dann könnte man tatsächlich vielleicht mal drüber reden. Ich hätte jedenfalls wirklich Bock drauf. Das wäre mal was irgendwie, so ein ganz kleines bisschen die Welt retten mit ein paar anderen Leuten im Koop-Modus über Xbox Live. Ich müsste mir dann natürlich erstmal Xbox Live Gold wieder kaufen.
Aber das wäre ja kein Problem. Das würde ich dann auch noch gerade so hinbekommen. So, okay. Das war jetzt mein kleiner Aufruf an der Stelle tatsächlich. Vielleicht hat ihn ja die ein oder andere interessierte Person tatsächlich gehört. Es wäre ja so unglaublich schnucklig. Und wenn wir schon kein Let's Play Together machen, dann könnten wir ja wenigstens so einfach so in unserer Freizeit irgendwie das Spiel dann zusammensuchten. Weil darauf habe ich dann in jedem Falle, glaube ich, Bock. Es ist so... Ja, keine Ahnung. Darauf freue ich mich richtig. Natürlich ist es kein Highlight der Videospielgeschichte, was dann nächsten Monat irgendwie in die Läden kommen wird. Und es ist kein neues Zelda, es ist kein neues GTA, es ist kein neues Metal Gear Solid, es ist kein neues ich weiß nicht was. Aber darum geht es bei dem Spiel auch gar nicht. Es macht einfach nur Spaß. Für das, was es... Also das, was es macht, das macht es extrem gut. Und es will ja dann in dem Sinn auch gar nicht mehr. So, wir haben ja noch gesehen, dass hier ein Helikopter ist und so ein komischer kleiner Roboter, mit dem ich auch noch unterwegs sein könnte, wenn ich Lust hätte. Ah, aber nur wenn ich Lust hätte. Ich glaube, den Rest machen wir jetzt auch mal mit dem Raketenwerfer. Ups. Tut mir auch total leid, aber obwohl, na gut. So, nee, Moment, jetzt muss ich mich umdrehen. Ih, das ist scheiße. Dorf. Okay, es ist langsam, es ist sehr langsam, es ist extrem langsam. Ja, wenn ich mich in den Helikopter setze, dann habe ich aber das nächste Problem, ja, dass er mich dann schon längst irgendwie ins Visier nimmt. Boah, ich kann mich nicht drehen mit dem... Nee, das Ding ist zu langsam, es ist schwerfällig. Also hast keine Chance. Okay, und wenn ich mich in den Helikopter setzen würde, bis ich das Ding gestartet habe, da ist also... da ist dieser komische Kampfroboter schon lange irgendwie auf mich zugestürmt. Das macht dann in dem Sinne auch nicht wirklich Sinn. So, okay, war ja doch relativ ergiebig die Mission. Wir hatten aber schon lange keine neue Waffe oder sowas mehr gefunden. Sehe ich das richtig? Schade. Und wie auch dieses komische Geschütz funktioniert, das habe ich ja jetzt auch nicht rausgefunden. Das tut mir dann an der Stelle natürlich auch leid, aber was soll's, ist denn halt so. Eine nutzlose Waffe im Spiel muss es ja manchmal vielleicht auch geben. Das waren jedenfalls zwei Missionen aus Defense Force 2017, mal wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weiterzocken. Herringway sagt an der Stelle aber trotzdem erstmal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.